Ich habe mich zurecht gerückt. Fangen wir an. Hallo ihr Lieben. Heute soll es noch mal zwei meiner gelesenen Bücher geben. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier. Angel Fall, Tage der Dunkelheit von Susan E. Das ist der zweite Teil dieser Reihe und was soll ich sagen? Dieses Buch war so unbeschreiblich gut. Es war so mega gut. Ich kann es euch echt nur empfehlen, Leute. Ey, lest diese Geschichte, die ist so der Hammer. Ich komme mal ganz kurz zum Inhalt, wobei ich euch auch hier nicht viel sagen kann, da es ja der zweite Teil ist. Jetzt muss ich ein bisschen spoilern. Also wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann springt hier hin zu dieser Zeit. Da könnt ihr dann spoilerfrei weitergucken. Ansonsten muss ich das jetzt, sonst kann ich das Buch nicht erklären. Am Ende vom ersten Teil war es ja so, dass Penryn ihre Schwester wiedergefunden hat, die aber leider nicht mehr ganz so war wie zu Beginn der Geschichte, denn an ihrer Schwester wurden ja Experimente gemacht und ja, sie ist jetzt quasi ein kleines Monster und damit kommt Penryn nicht so ganz zurecht und dann ist auch noch Raffe, der Engel, von dem sie ja Hilfe hatte, verschwunden, weil er dachte, dass sie tot ist und Penryn hat keine Ahnung, was mit Raffe passiert ist und ob sie ihn jemals wiedersehen wird. Und am Anfang der Geschichte ist es so, dass Penryn dann quasi mit ihrer Schwester und ihrer Mutter in so einem Überlebenslager sind. Dann ist es so, dass Paige, die Schwester von Penryn, nach einigen Ereignissen, die dort passiert sind in diesem Lager, verschwindet. Und Penryn sich wieder mal auf die Suche begeben muss nach Paige und ja, gucken muss, dass sie ihre Schwester wiederbekommt. Und so begibt sie sich erneut auf die Suche mit ihrer Mutter und noch der Hilfe von einer Freundin und versucht halt, ihre Schwester wiederzufinden. Dabei erlebt sie natürlich wieder einiges und hier werden ganz, ganz viele Sachen auch noch aufgedeckt und aufgeklärt. Und ja, am Ende ist die Frage natürlich wieder, schafft Penryn es erneut, ihre Schwester zu finden und wird sie Raffe jemals wiedersehen? So wie zum Inhalt, mehr möchte ich gar nicht verraten, denn diese Geschichte hält unheimlich viel für uns bereit und ja, ich möchte nicht zu viel verraten, das ist einfach sonst doof. Also, ihr wisst. Zweite Teile ist immer schwierig. Zur Handlung im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass mir diese wieder ultra gut gefallen hat. Hier waren Plot-Twists drin, die ich nicht habe kommen sehen und gerade das Ende war so überraschend. Ich habe am Ende gedacht, ja, das endet jetzt bestimmt so und so und habe das Sina geschrieben, weil die hat ja das Buch in Englisch gelesen. Sina so, tja, lies mal weiter. Und dann kam es ganz, ganz anders und ich dachte mir nur so, heilige Scheiße, was ist denn hier los? Was geht denn da ab? Und das Ende war so gut. Es war einfach so unglaublich gut. Und man möchte dann einfach, wenn man das Ende gelesen hat, sofort den dritten Teil lesen. Und ich hoffe und bete, dass der Verlag den dritten Teil übersetzen tut und ganz, ganz bald rausbringt. Ich möchte ihn unbedingt lesen. Diese Geschichte ist einfach so ein Traum. Und es bleiben dann natürlich noch einige Fragen offen und die werden dann hoffentlich im dritten Teil geklärt. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Und ich finde, dafür, dass es hier der zweite Teil ist, merkt man das nicht. Also man hat von Anfang an nicht das Gefühl, so einen Übergangsteil zu lesen, sondern es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte mit ganz viel Wendungen und ganz viel Spannung und ganz viel so, oh mein Gott, Momenten. Und ja, diese Geschichte hat mich auf jeden Fall voll in ihren Bann gezogen und wo ich dann einmal angefangen habe zu lesen, konnte ich es auch nicht mehr aus der Hand legen. Da habe ich es in 2 oder 3 Tagen dann auch komplett durchgesuchtet und ja, es war einfach ganz, ganz toll. Vom Setting her befinden wir uns hier immer noch in San Francisco, also in diesem postapokalyptischen San Francisco, in der Stadt, die ja komplett zerstört ist und ja, wo die Engel jetzt halt regieren und es ist halt, wie gesagt, eine postapokalyptische Welt und ich finde, Susan E. hat das ganz, ganz toll beschrieben. Ich konnte mir diese Welt richtig gut vorstellen, ich konnte in diese Welt richtig gut eintauchen und auch der Schreibstil von Susan E. ist was ganz, ganz Eigenes. Also es ist jetzt nicht so ein ganz schlichter und ein einfacher Jugendbuch-Schreibstil, wobei ich auch sagen muss, dass ich dieses Buch ab 16 erst empfehlen würde auch. Es ist ja auch direkt im Heine Verlag erschienen und nicht im Heine Fliegt Verlag, ne? Deswegen würde ich dieses Buch so ab 16 Jahren empfehlen, weil hier gibt es schon, wie im ersten Teil auch, einige Szenen, die sehr, sehr heftig sind. Also diese eine Szene hier, wenn ich es nicht gewohnt wäre, Zombie-Bücher zu lesen, dann hätte mich das schon sehr schockierend als Leser. Also es war schon eine gewisse Brutalität in dieser Geschichte auch vorhanden, was ich aber im Zusammenhang mit der Geschichte absolut nicht schlimm fand. Und ja, also es gibt hier einige What the Momente in dieser Geschichte, wo du dir einfach nur denkst, oh mein Gott, ist das krass. Aber genau das macht die Geschichte so komplett
Und das, finde ich, macht die Geschichte für mich so perfekt, dass halt einfach nicht alles nach Schema F abgehandelt ist und einfach nicht alles nach Schema F gebaut ist, sondern dass diese Geschichte ja einfach sehr, sehr viele Überraschungen bereithält, mit denen man einfach nicht rechnet als Leser. Ja, aber ich war ja eigentlich beim Setting und beim Worldbuilding. Also wie gesagt, das finde ich ganz, ganz toll, diese ganze postapokalyptische Welt, und auch der Schreibstil von Susan E. ist was ganz, ganz Eigenes und was ganz, ganz Besonderes und gefällt mir richtig gut. Ich mag ihn total und ja, was kann ich dir sonst noch erzählen? Schreibstil, Setting, Handlungen, Charaktere. Von den Charakteren, was soll ich dir sagen? Penryn ist einfach ein Traum. Penryn ist eine ganz, ganz tolle Protagonistin, denn sie ist von Anfang an so eine kleine Kick-Ass-Brau, die sich durchs Leben kämpft und die versucht auch für ihre Familie zu überleben. Und sie fühlt sich natürlich auch immer für alles verantwortlich und tut dann immer alle Konsequenzen abwägen, was wäre, wenn, was könnte passieren, und rennt nicht einfach auch immer noch so heillos ins Verderben, sondern macht sich davor auch schon einen Kopf. Und das, finde ich, hat mir ganz, ganz gut gefallen. Also Penryn ist hier eine ganz, ganz tolle Protagonistin in dieser Geschichte auch. Und dann gibt es natürlich noch Raffe und Paige und die Mutter. Die Mutter ist auch der Hammer. Also die Mutter ist so krass, das geht gar nicht, ey. Also wenn du so eine bekloppte Mutter hast, das ist, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen will. Die ist einfach krass drauf, die Frau. Also was anderes kann ich dazu nicht sagen. Wie gesagt, Paige finde ich auch ganz, ganz toll. Ich bin, was Paige betrifft, immer sehr emotional, weil die Geschichte dieses kleinen Mädchens mich einfach total berührt, was mit diesem Kind alles passiert ist. Und das hat mich auch sehr, sehr mitgenommen, wo ich das gelesen habe in diesem Buch. Und ja, was das betrifft, ist Paige dann in dem Moment für mich der emotionalste Charakter in diesem Buch auch. Also ich habe zu ihr den emotionalsten Bezug in dieser Geschichte. Und dann gibt es natürlich noch, wie gesagt, Raffe oder Raffi oder was auch immer. Ich habe ihn immer Raffe gelesen. Und ja, Raffe ist auch ganz, ganz toll. Ich bin von Anfang an ein großer Raffe-Fan gewesen und ich mochte ihn von Anfang an. Er hat einen ganz, ganz tollen, subtilen Humor auch. Er ist so ein typisches kleines Arschloch, was er auch immer gerne raushängen lässt. Und die Wortduelle, die er sich mit Penryn auch liefert, ist auch ganz, ganz toll. Und ja, hat mir mega gut gefallen. Ich kann euch Angel Fall wirklich nur empfehlen. Wenn ihr auf der Suche nach einer ganz, ganz tollen Geschichte seid, die nicht immer nur so weichgespült ist und wo nicht immer nur alles glitzert und alles ist toll, dann schaut euch Angel Fall Band 1 sowie Band 2 auch unbedingt an. Das Ende, ich bin so gespannt, wie es im dritten Teil weitergeht. Und lieber Verlag, bitte, bitte übersetzt dieses Buch weiter. Ich möchte wissen, was am Ende passiert. Und ja, eine richtig große Leseempfehlung von mir. Lest dieses Buch und den ersten Teil. Also lest du erst den ersten Teil und dann diesen. Und wenn ihr den ersten gelesen habt, lest auf jeden Fall den zweiten. Die Geschichte ist so der Hammer. Und es ist hier keine schnulzige Mädchengeschichte. Das müsste ich dazu sagen, obwohl ich ja ein schnulziger Mädchengeschichtenfeld bin. Aber es ist keine schnulzige Mädchengeschichte, aber sie ist ganz, ganz toll. Lest sie. Ich empfehle sie euch. Also so viel zu Angel Fall. Ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen. Es ist ganz, ganz toll. I love it, I love it, I love it. Das zweite Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier, Dare to Love von Carly Phillips. Das ist Wer nicht wagt, der liebt nicht, und das ist der erste Teil der Dare to Love-Reihe. Und wenn ihr mich regelmäßig guckt, werdet ihr wissen, ich habe inzwischen den 7. schon gelesen. Bei mir ist es so, ich habe die Bücher alle über den Verlag angefragt und den ersten gab es damals nicht mehr. Und deswegen habe ich ihn mir jetzt mit zum Geburtstag gewünscht und ich habe ihn jetzt gelesen. Und was soll ich sagen, der erste Teil ist einfach nur richtig, richtig gut. Ich fand ja den zweiten ganz gut, der dritte war ein bisschen besser, der vierte war wieder nicht so, der fünfte war auch okay und dann der sechste und siebte hat mir richtig gut gefallen. Und wie es mir beim sechsten und siebten ging, so ging es mir auch mit dem ersten, der hat mir richtig, richtig gut gefallen. Es ist eine ganz, ganz tolle Liebesgeschichte, die hier erzählt wird, und zwar geht es um Riley und Ian. Riley hat einen besten Freund, das ist Alex. Und Alex ist der Halbbruder von Ian und die beiden können sich auf den Tod nicht ausstehen. Jetzt lernen sich Riley und Ian auf einer Benefizveranstaltung kennen und Riley ist natürlich die Begleiterin von Alex und somit ist sie eigentlich auch für Ian tabu. Doch es gibt etwas an Riley, was Ian total anspricht, und so kommen die beiden ins Gespräch und knutschen dann auch so ein bisschen miteinander rum, was Alex ja so gar nicht passt. Und ja, so tun die beiden dann den Kontakt zueinander auch erstmal nicht weiter verfolgen. Und dann kommt es natürlich ganz, ganz anders als gedacht und Riley braucht Ians Hilfe. Der tut nicht reagieren aufgrund der ganzen Sache, was da mit dem Bruder ist. Und ja, somit hat Riley ein riesiges Problem und als Ian davon erfährt, tut ihm das ganz, ganz leid, dass er ihr nicht geholfen hat und bietet ihr dann im Nachgang Hilfe an. Und Riley hat keine andere Wahl, als diese Hilfe anzunehmen, und dadurch kommen die beiden sich natürlich wieder näher. Aber trotzdem müssen sie noch das Problem mit Alex
bewältigen. Und dann gibt es auch noch die Vergangenheit von Riley und Ian, die den beiden ziemliche Probleme bereitet. Und ob die beiden es am Ende schaffen, zueinander zu finden oder nicht, das ist das, worum es in diesem Teil geht. Und ich finde, es ist ein ganz, ganz toller erster Teil für diese Reihe. Denn man lernt hier die Charaktere von den weiteren Bänden schon so ein bisschen kennen. Und man merkt sofort, wer einem sympathisch ist und wer nicht. Und Riley und Ian sind auch ein ganz, ganz tolles, explosives Paar, würde ich sagen. Und ja, die Geschichte hat mir einfach richtig gut gefallen. Gerade zum Ende hin, was da alles dann noch passiert ist, an Wendungen und Plots, fand ich gut. Ich habe zwar teilweise den Kopf geschüttelt über die Handlungsweisen der Protagonistin, aber na gut, sie ist da halt anders als ich im Denken. Ich hätte anders reagiert und deswegen saß ich dann noch unter, warum tut sie das jetzt? Das ist doch klar, dass das nichts wird. Mädchen, tu es nicht. So saß ich teilweise da. Aber naja gut, sie ist halt ein anderer Charakter als ich, reagiert dann halt anders in dem Moment als ich. Und ja, ist ja auch für den weiteren Verlauf der Geschichte wichtig, dass sie so reagiert. Sonst würde das ja alles nicht passieren, was dann passiert. Und ja, wie gesagt, Charaktere haben mir richtig gut gefallen. Ich kannte die beiden ja jetzt schon dadurch, dass ich den 2., 3., 4., 5., 6., 7. Teil gelesen habe. Da spielen die ja immer noch mal mit eine kleine Rolle. Und dadurch kannte ich die beiden ja schon. Und ja, es war ganz, ganz toll zu sehen, wie das mit den beiden angefangen hat. Vom Setting her befinden wir uns auch hier wieder in Miami. Ian ist ja der Chef und der Manager der Miami Thunders, dieser Football-Mannschaft. Und also vom Setting her hat es mir auch wieder richtig gut gefallen. Die Handlung im Großen und Ganzen, wie gesagt, fand ich richtig gut. Die Schreibweise von Carly Phillips war auch hier wieder wie in den anderen Teilen locker, leicht und einfach. Also es ist so ein typischer Liebesroman, Erotikroman, schreibt sie erst locker, leicht, schlicht. Und ja, man kann gut in die Geschichte abtauchen. Ich sage euch immer noch, dass diese Bücher so für zwischendurch ideal zum Lesen sind. Ich habe dieses Buch auch wieder in einem Rutsch gelesen. Also die sind ja auch immer nicht allzu dick. Die haben immer so 200, 250 Seiten. Und wenn man einfach mal wirklich abspannen möchte zwischendurch, kann man sich diese Bücher echt ganz gut mit durchlesen. Und für mich ist das dann echt immer eine Spannung, wenn ich eins von diesen Büchern lese. Denn ich weiß, jetzt habe ich ein Buch mit einer tollen Geschichte, mit einer tollen Story. Denn für mich, wenn ich diese Bücher lese, kann ich echt immer gut abschalten und das ist für mich einfach Entspannung, so für zwischendurch das zu lesen. Wenn ihr Lust auf Liebesgeschichten mit ein bisschen Erotik habt, dann schaut euch die Dirt Love-Reihe von Carly Phillips auf jeden Fall an. Diese Bücher, ich sage es euch immer wieder, sind nicht so unschuldig, wie sie aussehen. Nein, nein. Ich finde sie ganz, ganz toll und love it und ja, empfehle euch die Reihe immer noch, wenn ihr coole Liebesgeschichten lesen wollt. Lest Dare to Love von Carly Phillips. I like that. Das waren zwei meiner gelesenen Bücher. Und wenn ihr eins von den Büchern kennt und gelesen habt, dann schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Ich bin wie immer sehr gespannt drauf und ich bedanke mich natürlich immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.